Jetzt bei Phoenix. Politikbegriffe leicht erklärt. Aufpoliert. Was ist eigentlich eine Gewerkschaft? Eine Gewerkschaft ist ein Zusammenschluss von Arbeitnehmern, der sich für ihre Rechte einsetzt. Erste Gewerkschaften entstanden in Deutschland Mitte des 18. Jahrhunderts, während der Wirtschaftskrise. Für die meisten Berufsgruppen gibt es eine eigene Gewerkschaft. Beamte dürfen allerdings nicht streiken, weil sie vom Staat angestellt sind. Denn wenn zum Beispiel Polizei oder Feuerwehr streiken dürften, würde das die staatlichen Strukturen schwächen. Zu den Hauptaufgaben der Gewerkschaften zählen die Durchsetzung höherer Löhne, Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der Erhalt sowie die Sicherung von Arbeitsplätzen. Sowas wird in Tarifverträgen festgelegt. Das sind Abkommen auf Zeit zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften. Tarifverträge sorgen dafür, dass Arbeitnehmer auch einen Anteil am jeweiligen Unternehmensgewinn bekommen. Es sollen nicht nur Aktionäre und Chefs den Gewinn teilen. Die Unzufriedenheit über die Gewinnverteilung ist häufig der Auslöser für gewerkschaftliche Aktionen. Häufig werden die Arbeitskämpfe mit Streiks geführt. Oft wirkt sich das auf alle aus. Zum Beispiel bei den Bahnstreiks sind die Reisenden die Leidtragenden. Doch was passiert mit den Arbeitnehmern während eines Streiks? Werden sie trotzdem bezahlt? Das Recht auf Streik haben sie auf jeden Fall. Doch das bedeutet nicht, dass sie vom Arbeitgeber bezahlt werden müssen. Dazu ist er nicht verpflichtet. Stattdessen zahlen die Gewerkschaften das sogenannte Streikgeld an ihre Mitglieder. Auch dafür werden die eingezahlten Mitgliedsbeiträge verwendet. Da einzelne Arbeitnehmer alleine nicht viel ausrichten können, bilden Gewerkschaften also ein bedeutendes Gegengewicht zu den Unternehmen.